Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil der gestrigen Aufnahmesession. Und perlfeine Haut. Wir sind in der letzten Folge in den Todesanus gesprungen, haben uns mal wieder einen Boss geschnappt zum Bekämpfen. Allerdings nur so ein Mini-Boss. Und haben mit technischen Problemen nebenbei gekämpft, die ihr vielleicht gar nicht mitbekommen habt. Aber ja, jetzt geht's weiter. Dankeschön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Teil Nummer, ich glaube es ist 11. Und jetzt geht's los. Und da sind wir auch schon wieder. Hallo. Hör ich mal auf zu quatschen, als wäre ich irgendwie, I don't know. Der Sohn von irgendeinem Akademiker. Welle. Gameplay, Welle, warte mal. Was ist hier schon wieder? Ich dachte, da ist irgendwas an meinem Fuß. Die Burgen der Tantas sind von schützenden Wellen umgeben, die Angreifer fernhalten sollen. Im Inneren dieser Welle lauern mächtige Gegner und du kannst nicht wieder hinaus. Aha. Bis du sie besiegt hast. Aha. Bevor du dich hineinwagst, solltest du deine TP auffüllen und dich mit Heilungsgegenständen bedecken. Ja, gut, dass mir das jetzt gesagt wird. Man weiß nie, welche Gefahren dort lauern. Erwarte das Unerwartete. Aber ich bin auf jeden Fall voll. Ja, danke fürs Aufmuntern. Eliminiere den Feind. Okay. Das sollte ich hinkriegen. Ach, das ist wieder so einer. Alles klar, gar kein Problem. Oh, sind zwei. Dann mache ich das jetzt folgendermaßen. Obacht. Offenbar hat man uns schon erwartet. Ja, das ist der einzige Weg. Ich weiß, was zu tun ist. Das wollte ich nicht drücken, sondern Q. Wie wär's damit? Manchmal frage ich mich, wie ich den Angreifen, angreifen. Den Angreifen. Oh. Den Angriffen ausweichen kann. So, einer weg. Okay. Oh. Nicht schlecht. Das könnte wehtun.
Okay, wieso will der jetzt hier keinen Schaden nehmen? Wieso muss ich erst nachfragen? Das wäre geschafft. Ja, sollen wir. Naja, war doch eigentlich ganz okay. Aber ich sag's euch, die Blume ist der Shit. Ab hier musst du extrem vorsichtig sein, Frey. Wir könnten aber auch außenrum gehen. Nein, wir gehen da rein. Jetzt. Toll. Ja, bringt mir Thanos. Einfach alle. Ich nehme einfach alle Gegnertypen. Bruchstürme. Ich kann Orte von Interesse erkunden. Was sind das für Dinger? Okay, also unterm Strich ist so ein Bruchregen, Bruchsturm, ist nichts anderes als der Blutmond bei Breath of the Wild. Das Wichtigste ist jetzt ein Unterschlupf. Das hat gesessen. Aha, eine Höhle. Wir sollten noch warten, bis der Sturm vorbeizieht. Klingt nach einem Plan. Vorwärts. So. Werde ich gerade ganz schön durchs Spiel gepeitscht. Ich meine, ich nehme das an, ne? Werde ich mal jetzt nicht so unbedingt abgelenkt von dem, was noch vor oder was hinter mir ist. Schon ein bisschen weird. Ich will einfach nur nach Hause. Oh, Alter, weird. Das ist alles total kacke. Weird. Das war eine etwas heikle Etappe. Heikel? Das war der letzte Scheiß. Ich lebe vielleicht auf der Straße in New York, alleine mit einer Katze. Aber ich wäre lieber dort allein, als eine Minute länger hier zu bleiben in diesem Höllenloch. Du brauchst etwas Schlaf. Morgen wird alles viel besser. Ja klar, viel besser. Falls du es vergessen hast, morgen muss ich gegen eine Mega-Bitch in den Kampf ziehen. Ja, aber wenigstens haben wir das dann noch hinter uns. Zu Silas Burg. Alright. Ich würde sagen, das lief doch erstmal gar nicht mal so scheiße. Oh. So, natürlich möchte ich speichern. Und natürlich auf Platz 1. Weil ihr seid meine Nummer 1. Geht es dir besser? Ach, nicht wirklich. Ich hatte einen Albtraum und sogar der war 10-mal besser als das hier. Och, es ist doch ganz schön hier. Ja, ist nur dumm, dass ein hier alles umbringen will, Mann. Nein, ich meine nur, hinter all dem Aberwitz verbirgt sich eine gewisse Fragilität. Zerstörung und Verderbnis sind ja selbst eine Art Schöpfungsakt in sich. Wow, du klingst wie ein Serienkiller. Was? Zerstörung und Verderbnis sind ja selbst eine Art Schöpfungsakt in sich. So höre ich mich nicht an. So hörst du dich total an. Oh nein, so hörst du dich total an. Na, wie du mir, so ich dir. Du bist behämmert.
Nun, das war nur eine Stimme im Kopf. Ja, nicht jeder das erforderliche Feingefühl, um die Ästhetik des Chaos wertschätzen zu können. Klar, Hannibal. Wer? Oh, haha, ein Erdenwitz. Bingo. Okay, bevor wir in den sicheren Tod ziehen, gucken wir uns doch die Karte an, die Johidi uns geschenkt hat. Es steht nichts drauf. Das wird doch mal ein Plot-Twist. Okay, ich habe jetzt ein bisschen endlich, Bock. Endlich gehen wir zur Burg. Meine Freude hält sich in Grenzen. Ich habe jetzt schon ein bisschen Bock, direkt da reinzugehen. Absturzgefahr ist zu haben. Die Burg. Es ist tückisch, was zum Teil auf die Bruch angehende Erosion zurückführen ist. Okay. Gut. Karte. Da muss ich hin. Jetzt gehen wir mal direkt rein da. So, das heißt, ich muss hier hin. Kann also mit ruhigem Gewissen die Kette in der Theorie holen. Da kann ich mit ruhigem Gewissen hin. Ja, also so wild ist das jetzt auch wieder nicht, ne? Außer, dass mir jetzt gerade Panik gemacht wurde. Ich käme da nie wieder raus. Na schön, dann knipse ich mal schnell. Finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass mir da so eine Panik gemacht wurde. So. Das Bild der Stunde. Wart's ab, bis die Kids das sehen. Wenn sie das sehen, werden sie sich sicher freuen. Mann, sie haben bei der Befestigung richtig geklotzt, was? Etwas anderes erwarte ich auch nicht von der sogenannten Tante der Stärke. Wir müssen vorsichtig sein. Diese Frau hat ganze Heere bezwungen. Wie kommen wir da rein? Ihre Klinge hat unzähligen den Tod gebracht. Okay, hör mal, du brauchst mir nicht. Und sie badet im Blut ihrer Feinde. Okay, okay. Davon war nie die Rede. Kleine Entschuldigung. Nein, danke. Gehen wir erstmal zum Tor. Oh, oh! Szenenzeit! Scheiß Lama, ey. Verpiss dich. Danke. So, jetzt aktivieren wir da hinten das Ding. Was zur Hölle soll das? Ich glaube, da musste ich rechts gehen, ne? Vorsichtig. Oh, Spurt. Na super. Ja, genau das. Mal verlassen. Dafür habe ich jetzt zwar eigentlich eine Theorie, die Zeit, aber nicht den Nerv, weil ich möchte da gerade nicht runterfallen irgendwie auf irgendeinem dummen Umweg. Wegen irgendeinem Zeitrennen. Das für mich da auch jetzt nicht wirklich gerade in den Kanon passt. Wenn ich mal ehrlich bin. Hallo? Könnt ihr euch mal bitte regulieren? Danke. Gehen wir jetzt nochmal hier rein, holen uns die Kette. Wir brauchen oder nicht, aber wir machen's. Wie passt das denn da wohl in den Kanon? Das ist halt, da geht's
um Labyrinth. Es ist jetzt auch nicht direkt auf dem Weg zu der Alten, aber... Ach, lass mich in Ruhe. Ich muss mich hier doch jetzt nicht erklären. Die Luft ist... Wie elektrisiert hier drin? Hier geht definitiv Fakt ist, was Interessantes vor sich. Fakt ist... Ein sehr herzlicher Anfang. Aber immerhin ein Empfang. Aus dem Weg! Diese dummen Echsen. Ja, komm schon! Gut, den wir eine Weile haben. Denen zeige ich's. So, ich gebe jetzt extra Gas. Oh shit, das sind echt viele. Du weißt, was zu tun ist. Yep. Vielleicht nicht ganz so oft treffen lassen. Wofür hältst du mich? Ich bin eine Superheldin. Wie geht es dir? Mir geht's klasse. Danke, dass du dich für mich interessierst, Reifi. Eine Weggabelung. Puh, die Qual der Wahl. Oh, perfekt, das ist nur der Weg mit der Kiste. Also war meine Wahl weise. Dann heißt es wohl umgehen. Fuck, was mache ich hier? Jetzt mal ernsthaft, was mache ich hier? Warte mal. Also, ich muss erstmal hier rüber. Jetzt muss ich nur noch die beiden Felder unten rechts. Was hatte ich gerade in meinem Kopf? Was war da los? Uff, das war ziemlich schwer. Ich glaube, jemand hat es so kaputt gemacht. Dann hätte ich dort auch schon einen Kabelwackler drin, ey. Weiterzugehen. Herzmarsch. Eieiei, mein Auge. Moment, es geht gleich weiter.
Hey, aber von da komme ich doch, oder? Warte mal. Ja. Vielleicht sollte ich mal die Tür wählen, die schon zu ist. Kann man immer brauchen. Nicht verschwinden. So, ich habe irgendwas am Auge. Und ich weiß nicht was. Vielleicht eine Ausrede, warum ich so schlecht bin. So, was haben wir jetzt? Aha. Bereit, Ralf? Allzeit bereit. So langsam verhärtet sich das Bild. Bitte sehr. Das hat gesessen. Das hilft nicht viel. Komm nur. Ja. Hab was für dich. Ach, das geht nur mit dieser Attacke. Okay. Also ich habe jetzt auch mal rausgefunden, wie ich Leben regaine. Schon gut. Indem ich nämlich erstmal voll auf die Fresse kriege. Den Moment geheilt. Excuse me? Komm, das brauchst du mir nicht zeigen. Das ist, glaube ich, übrigens der erste Tod, den ich... Bereit, Ralf? Allzeit bereit. Den ich jetzt gerade erlebt habe. Nun tu doch was. Mir hier drin nichts bringt. Hab ich schon fast gedacht. Nee, das von dir geht's gut, oder? Naja, gut nicht unbedingt. Okay. Gut, jetzt habe ich mal irgendwie mal wieder alle Skills einmal ausprobiert, beziehungsweise gespielt. Sauer. Sag mal los. Ja. Ha.
Rücken. Boah, das war knapp. Fast noch ein zweites Mal verreckt, Junge. Ja, ich fühle mich auch so. Das war jetzt unangenehm knapp. Also dieser ganze Boss war unangenehm knapp. Ich muss so sagen, da... dass ich das letzte Buch gar nicht gelesen habe. Welche Geschichten du wohl birgst? Am Anfang gab es hier nochmal Loot drin. So, was haben wir denn hier? An all jene, die Aether dienen wollen. 6 Tage und 6 Nächte lang bekämpfte ich den Dämon. Die Felder um uns herum loderten wie gewaltige Feuermeere. Endlich verpasste ich ihm einen entscheidenden Schlag. Susurrus ward besiegt und Aether gerettet. Okay. Wow. Sie war knallhart. Dieser Kampf muss für alle Beteiligten sehr aufreibend gewesen sein. 6 Tage, 6 Nächte für einen Kampf. Ja, gut. Das war jetzt nicht so erfolgreich, bin ich ehrlich. Oh, aber die Kette ist schön. Schicke Kette. Schick. Ich jetzt. Okay, jetzt muss ich nur noch über Punkt. Also zu Punkt 2 rüber. Über die Brücke. Dann den Burgfriedhof. Was? Sieht ganz danach aus. Okay, jetzt machen wir hier keine Panik. Ja. Dass ich hier irgendwo abrutschen könnte. Danke sehr. Was ist das? Könntest du mich vielleicht nicht ganz so oft treffen lassen? Wofür hältst du mich? Ich wollte hier die Kiste öffnen, Reifi. So, zack, 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 zack. Easy, gar kein Problem. Uff, das war ziemlich schwer. Was haben wir hier? Kommst du damit zurecht? Ich werde mein Bestes geben. Das ist eine Chance. Jetzt bist du dran. Du kannst auch einfach da abstürzen. Hab ich auch gar kein Problem mit. Das kannst du handeln, wie du möchtest. Du kleiner Soldat, du. Aber den Heiltrank nehme ich auf jeden Fall mit. Zauberkombos. Wir nähern uns dem Ziel.
Das letzte Stück wird kein Spaziergang. Fuck! Denen zeig ich's! Und Bingo war sein Name. Ich glaube, ich habe eine neue Taktik für mich entdeckt. Nämlich gar nicht auf die Typen draufgehen mit dem Schild, sondern auf den Boden daneben. Was ist das? Sieht wie eine Art Mineral aus. Und zwar ein ziemlich ungewöhnliches. Ah, okay. Ich frag mich nur, ob es nicht was Unauffälligeres gibt als den Haupteingang. Bekommst du etwa kalte Füße? Ja. Nein, ich lerne nur aus meinen Fehlern. Dem Lageplan zufolge befindet sich dort der Thronsaal. Und dort ist Zeiler bestimmt. Aber ich hätte euch jetzt kein Problem damit, einfach durchzugehen. Scheint seinen Zweck als Eingang zu erfüllen. Zumindest, wenn es da nicht vor Soldaten nur so wimmelt. Frey, jetzt macht ihr nicht ins Hemd. Glück und alle sind zu einem Manöver ausgezogen. Hey, die Wand. Der Lageplan zeigt einen schmalen Weg, der hinaufführt. Ein zweiter Eingang vielleicht? Mhm. Okay. Komisch, hier ist es so merkwürdig. Still. Du kannst dich glücklich schätzen. Finden wir lieber Scylla, ja? Und dann brechen wir die Knie. So, ich habe nichts abgeschlossen. Aber ich kann jetzt speichern. Und diese Folge beenden. Und damit sage ich mal bis morgen. Internet, wir gehen dann morgen straight hoch und geben der anderen. Und dann ist. Ne? Danke fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten schreibt einfach mal in die Kommentare auch, was ihr euch wünschen würdet für zukünftige Let's Plays. Und danke. Danke fürs Einschalten. Vielen Dank. Später.